Bei Gewaltverbrechen, Terroranschlägen oder Bevölkermorden erfahren wir meist mehr über die Täter und die Grausamkeiten als über diejenigen, die davon betroffen sind. Konflikte und Gewalt wirken anziehend auf Medien, aber auch auf uns Zuseher und Zuseherinnen. Die Macht der Bilder ist vielen Tätern bewusst, darum nutzen sie die Aufmerksamkeit für ihre Propaganda. Ihre Geschichten sollen uns einschüchtern, manipulieren und auseinandertreiben. Wir wollen andere Geschichten erzählen. Denn bei jedem Völkermord gab es auch immer Menschen, die die Befehle nicht befolgt und sich geweigert haben zu töten. Ganz normale Menschen, die ein großes Risiko auf sich genommen haben, um andere zu retten. Auch im Bosnienkrieg gab es unzählige dieser Geschichten. Serben halfen Bosniaken, Bosniaken halfen Serben, Muslime halfen Christen, Christen halfen Muslimen, Menschen halfen Menschen. Solche Geschichten sollten wir gemeinsam suchen, im Internet, in Büchern, bei Verwandten, Freunden und Bekannten. Erzählen wir ihre Geschichten gemeinsam weiter. Wer nun im Gewicht eines Stäubchens Gutes tut, wird es sehen. Jamal al-Khatib.